In dieser Folge von Twin Keylor verbringe ich einen Tag rund um den großen Hafen von Bremerhaven. Ich schaue mir die Museumsschiffe an und besuche das Deutsche Schifffahrtsmuseum. Außerdem mache ich die Turnplanung für die Fahrt zurück in den Heimathafen. Aber mehr dazu nach dem Intro. Guten Morgen. Was für ein schöner Tag. Ich habe gerade lecker gefrühstückt und werde mich jetzt gleich fertig machen für einen Hafenrundgang. Ja, und was mich wohl interessieren würde, wäre das Auswandererhaus. Mal gucken, vielleicht schauen wir uns das auch noch an. Nun, im Auswandererhaus war ich dann doch nicht, aber vielleicht ja bei meinem nächsten Besuch in Bremerhaven. Aber Bremerhaven hat ja noch andere Sehenswürdigkeiten zu bieten. Der alte Leuchtturm ist ca. 40 Meter hoch und wurde 1856 fertiggestellt. Er ist der älteste noch in Betrieb befindliche Festlandleuchtturm an der Deutschen Bucht und zählt zu den Wahrzeichen Bremerhavens. Die Hochseerennjacht Diva hat 1985 den legendären Admirals Cup gewonnen. Ich empfehle auch den Besuch im Deutschen Schifffahrtsmuseum. Unter anderem ist hier das vollständige Skelett eines 18 Meter langen Pottwalbullens ausgestellt. Aber das Herzstück des Museums ist die Bremer Kogge von 1380. Das Wrack des mittelalterlichen Handelsschiffs wurde auf spektakuläre Weise gefunden und sehr lange restauriert. Der Bergungsschlepper Seefalke wurde 1924 in Geesmünde gebaut. Bei diesem Anblick geht mir doch mein Maschinenbauerherz auf. Der Dieselantrieb hat 3000 PS. Der Hochseeschlepper war bis 1970 im Einsatz und wurde dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Charakteristisch sind die beiden Voith-Schneider-Propeller an der Unterseite des Vorschiffs. Der Hafenschlepper Stier wurde 1954 bei der Jadewerft in Wilhelmshaven erbaut und hat 700 PS.
Nach so viel Input brauche ich erstmal eine Stärkung und verziehe mich wieder zurück auf mein Boot. So kann man es aushalten. Guten Morgen. Ja, ich habe gerade gefrühstückt. Es ist ungefähr 10 Uhr und ich bin immer noch in Bremerhaven und bin jetzt gerade dabei, die Planung für den Tag zu machen. Denn es soll ja heute zurückgehen nach Wilhelmshaven. Und das möchte ich euch gerne mal zeigen. Die Überlegungen, die ich mir gemacht habe, was man alles berücksichtigen sollte, wenn man in der Nordsee, also in einem Tide-Revier, unterwegs ist. Wir sind also hier im Bremerhaven und wollen hier rüber nach Wilhelmshaven. Da gibt es also zwei Alternativen. Einmal den Weg, den ich auch hierher gefahren bin, also hier außen rum, um Mellum rum. Und es gibt aber auch eine Abkürzung hier über die Kaiserbalge. Zeige ich mal auf der nächsten Karte. Ja, da haben wir hier also die Weser. Hier unten ist Bremerhaven. Die Weser, und dann fährt man hier über das Vremer Loch, biegt man hier links ab. Hier übers Watt rüber, über den Mittelpriel geht das dann hier in den Fedderwader Priel. Ich muss die Karte mal drehen. Dann ist man hier im Fedderwader Priel und dann geht es hier über die Kaiserbalge. Das ist ein Wattfahrwasser, das ist beprickt. Und dann kommt man hier rüber in die Jade. Das wäre die Abkürzung. Wenn man über die Kaiserbalge fährt, da kommt man natürlich nur bei Hochwasser rüber. Hochwasser ist heute an der Kaiserbalge ungefähr um 12.30 Uhr, 13 Uhr sowas. Der Zeitpunkt wäre sogar günstig. Allerdings muss man dann zu Hochwasserzeiten auch da sein. Also da muss man erstmal hinkommen. Das hätte bedeutet, ich hätte heute Morgen, ja, die Schleuse hat ab 6 Uhr heute Morgen sogar geöffnet gehabt. Ich hätte heute Morgen sehr früh rausfahren müssen, hätte auf der Weser gegen den Strom gegen anfahren müssen, denn es ist ja auflaufend Wasser und auf der Weser können schon mal 3 Knoten Strom sein. Und wenn die Aluente dann 5,5 Knoten durchs Wasser macht, kommt man also nur mit 2,5 Knoten über Grund voran. Ja. Nun sind das ungefähr 12 Seemeilen. Also ich hätte so 4-5 Stunden kalkulieren müssen, bis ich überhaupt da bin. Das hätte sich sogar zeitlich, hätte das sogar gepasst. Allerdings war heute Morgen hier ein ganz, ganz dicker Nebel. Also man hat ja, ich bin mal kurz so um 7 Uhr oder halb 7 oder so bin ich aufgestanden. Da war hier, man hat fast die Hand vor Augen nicht gesehen. Der Nebel hat sich jetzt so ein bisschen aufgelöst. Also da bin ich dann doch gleich wieder in die Koje zurück. Also bei so einem Nebel wollte ich jetzt nicht losfahren. Das nächste Hochwasser in der Kaiserbalge ist dann natürlich erst wieder 12 Stunden später, also irgendwann nachts, 24 Uhr. Und über Nacht da übers Watt fahren ist keine gute Option, sollte man nicht machen. Also für heute Mittag ist der Zug abgefahren, ist zu spät, nachts geht nicht. Also diese Alternative über die Kaiserbalge klappt heute nicht. Deswegen müssen wir den anderen Weg fahren, um Mellum Plate rum. Das zeige ich euch noch mal eben auf der Karte.
So, hier sind wir also wieder auf der Übersichtskarte. Hier ist Bremerhaven, hier ist Wilhelmshaven, hier ist der Leuchtturm Alte Weser. Ja, wir haben in Bremerhaven haben wir um 13:20 Uhr Hochwasser. Ich werde hier also so 12:30 Uhr, 13 Uhr werde ich hier durch die Schleuse und dann mit dem ablaufend Wasser hier raus auf der Weser. Bis hier, ja, nicht ganz, bis zum Leuchtturm Alte Weser. Da ist dann Niedrigwasser ungefähr um 19 Uhr heute Abend. Vielleicht kommen wir, ich werde wahrscheinlich schon etwas früher da sein. Möglicherweise muss ich hier nochmal ankern oder ich komme hier vielleicht auch schon vorher rum über die Mittelrinne. Müssen wir mal schauen, wie das mit den Wassertiefen da ist und was für ein Schwell da auch steht. Mell und Plate ist auch so ungefähr gegen 19 Uhr dann Niedrigwasser. Also ich muss gucken, ob ich dann irgendwie bei Niedrigwasser hier rüberkomme oder vielleicht schon kurz vorher. Und dann haben wir ja wieder mit auflaufendem Wasser fahre ich dann wieder rein in die Jade. Ich kann also den Strom voll nutzen. Auf der Weser und auf der Jade. Und in Wilhelmshaven haben wir dann um 1:30 Uhr Hochwasser. Aber so lange werde ich nicht brauchen. Das sind ja nochmal 4 Stunden. Also ich denke mal, dass ich so 24 Uhr ungefähr hier in Wilhelmshaven bin, beziehungsweise Rüsterswil, vielleicht auch schon etwas früher. Müssen wir mal schauen. Und dann komme ich natürlich nicht mehr nach Rüsterswil rein, weil da keine Schleusenzeiten sind. Ich werde also wahrscheinlich vor der Schleuse festmachen und dann morgens mit der ersten Schleuse um 8 Uhr reinfahren. Oder ich werde noch mal einen Zwischenstopp machen in Hooksiel. Weiß ich noch nicht, aber im Moment tendiere ich dazu, durchzufahren bis Rüsterswil und vor der Schleuse festzumachen. Da sind so Pfähle, wo man festmachen kann. Das müsste eigentlich klappen. Wind haben wir, meine ich, aus, muss ich gleich noch mal genau gucken, aus Südost. Würde also wunderbar klappen, dann auch zum Segeln hier auf der Jade. Hier auf der Weser habe ich so ein bisschen gegen an, hoch am Wind. Kommt drauf an, muss man mal ausprobieren, ob das klappt, ob ich hier auch segeln kann. Aber auf jeden Fall heute Abend hier in die Jade rein, da werde ich schön segeln können. Ja, bin ich mal gespannt. So sieht das aus, so ist der Plan für heute. So, hier haben wir nochmal einen Blick auf die Windy-App. Ich denke mal, man kann das erkennen auf dem Video. Muss ich mich korrigieren. Also wir haben den Wind doch ein bisschen mehr aus West, nicht aus Ost. Also das ist Nord-Nordwest. Demnach wird das hier auf der Weser also nichts mit Segeln. Da werde ich genau gegen anmotoren müssen. Aber dann heute Abend hier auf der Jade, da kann ich schön reinsegeln. Genau mit achterlichen Winden passt ganz gut. Ja, das sind so ganz grob die Gedanken, die man sich machen muss in einem Tiderevier vor der Abfahrt. So sieht die Planung für heute aus. Ob es dann wirklich alles so eintritt, werden wir am Ende sehen. Im Moment ist das Wetter noch etwas trüb. Es soll ja trocken bleiben heute. Es soll eigentlich auch noch ein bisschen sonnig werden heute. Im Moment sieht es noch sehr trüb aus und auch noch ein bisschen diesig. Ich zeige das gleich mal mit der Kamera draußen. Aber gegen Nachmittag soll es ja noch ein bisschen aufklaren. Schauen wir mal.
So sieht der Blick auf die Weser aus heute Morgen, 11 Uhr. Ich hoffe, das Wetter klart noch ein bisschen auf. Also die Sonne kommt noch nicht so wirklich durch heute. Eine Stunde später, circa um 12.30 Uhr, geht es dann endlich los. So, ich habe jetzt gerade abgelegt und werde jetzt gleich durch die Schleuse rausfahren. Im Moment ist noch rot. Ich denke mal, da kommt von draußen einer rein und dass wir dann die Nächsten sind, die rausschleusen. Das war's schon wieder. In der nächsten Folge geht es dann zurück bis Rüstersiel. Wenn es dir gefallen hat, schenk mir ein Like, schreibe einen netten Kommentar und um nichts zu verpassen, abonniere meinen Kanal. Ich sage Ahoi und bis bald. Da hinten schon sehen. Wir haben Roms. So, wir sind jetzt hier an so einer Engstelle auf der Weser. Ja, fantastisches Segeln jetzt hier auf der Jade. So, ich bin jetzt hier so quer ab vom Jade-Weser-Port